Servus Leute, ja, nochmal ein Video von mir. Heute werden wir einfach mal ein bisschen die Tour von Zagreb nach Zadar begleiten, wie ich hier jetzt in Zagreb Ware abhole, aber das Ganze natürlich nach dem Intro. Ja, ihr seht, ich habe eine etwas andere Kameraposition genommen. Und zwar habe ich die Kamera an die Frontscheibe in die Ecke geklebt. Mal schauen, ob das was draus wird. Wir fahren erstmal los Richtung Firma. Ich habe heute Nacht im Hotel geschlafen, nicht im LKW, weil ich noch relativ viel zu tun hatte am Computer. Und ich bin gestern schon gegen 17 Uhr in Zagreb gewesen und kann heute erst gegen 11 Uhr laden. Und deswegen habe ich mir, wir haben hier neben der Firma, 2-3 Kilometer von der Firma mit dem Auto, ich muss aber mit dem LKW außenrum, haben wir ein Hotel, da haben wir so einen Vertrag mit denen und da schlafe ich eigentlich immer. Kann ich auch wirklich gut empfehlen, Antunovic Hotel in Sesvete, und es ist nicht gesponsert. Oh ja, jetzt wird es interessant, hier mal rauszufahren. Das sind genau die Positionen, da sage ich immer, da muss man ein bisschen frech sein, weil hier kommst du wirklich nicht raus, wenn du nicht frech bist. Und das machen wir jetzt gerade. Jo. Oder die knallen halt den LKW, aber ja, wahnsinnig. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob man mich jetzt gut hört, weil die Kamera ist jetzt etwas weiter entfernt. Ich will nur kurz eins vorwegnehmen. Ich werde ja die ganze Zeit gefragt, warum ich nicht nach vorne filme. In dem Moment, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, da habt ihr noch nicht das Video von letzter Woche gesehen, da wo ich noch mal mehr auf YouTube eingehe. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen wirrwarr für euch und für mich momentan gerade auch im Kopf. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, ihr habt ja schon im ersten Video, im zweiten habe ich das Ganze noch ein bisschen mehr erklärt, habt ihr geschrieben, dass ihr gerne dieses diese Wochenvideos sehen würdet von mir. Heute wird es zwar kein Wochenvideo, es wird ein normales, sage ich jetzt mal, Video, was nur heute stattfindet. Und ich kann die Kamera nicht einfach so mitnehmen, weil es ist, sage ich jetzt mal, kompliziert, die da jedes Mal abzumachen. Ich habe jetzt bei Amazon diese Schnellwechseldinger bestellt. Dann kann ich praktisch eins an der Scheibe haben, eins als Stativ, und dann kann ich die Kamera wirklich in 3 Sekunden kann ich das wechseln. Weil jetzt das Ganze abzumachen und dann rumzutragen in der Firma und so, wird nichts von. Das heißt, wie gesagt, ich bin gestern, ich habe für meinen BMW, den ich verkaufe, habe ich dieses Wochenende 3 Kaufinteressenten gehabt. Der BMW ist aber in Zagreb, weil ich ja letzte Woche den Scania abgeholt habe. Dann habe ich gestern meinen Lagerarbeiter nach Zadar geschickt mit dem BMW. Und wir sind dann gestern zusammen nach Zagreb gefahren, waren aber komplett beladen mit Burgerbrötchen, die wir selber produzieren. Haben dann gestern noch abgeladen und wie gesagt, dann waren es 18 Uhr. Es waren, weiß jetzt nicht, gefühlt 32, 33 Grad. Und ich habe mir einfach gesagt, nee, ich hab echt keine Lust im LKW. Normal schlafe ich immer im LKW, wenn ich mit dem LKW in Zagreb bin. Aber in diesem Fall, also es ist jetzt das erste Mal, dass ich gesagt habe, nö. Weil die Standklima, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Batterie liegt, die hält so 2-3 Stunden aus. Wahrscheinlich liegt es an der Batterie, keine Ahnung. Und da habe ich einfach keine Lust drauf gehabt. Deswegen, wie gesagt, im Hotel geschlafen,
Wir fahren jetzt zur Firma, ich muss mit dem LKW außenrum auf die Autobahn. Sonst könnte ich praktisch direkt, das sind, weiß nicht, 2-3 Kilometer. Ich blende es auch mal ein, vielleicht sind es ja mehr als 2-3, ich weiß es nicht. Und ja, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal zur Firma, dann lade ich dort und dann sehen wir uns wieder. So Leute, jetzt haben wir geladen. Jetzt müssen wir nur noch den Anhänger anhängen. Wer weiß, ob ich sowas schaffe überhaupt als Amateur. Aber ich habe eine Kamera. Ich glaube, ich habe es geschafft. Wartet da bitte nicht weglaufen. Jo! Jetzt sind wir soweit. Ganz kurz, Sicherheit an erster Stelle. Boah, Leute, habe ich geschwitzt. So, jetzt geht's ab nach Sada. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Es geht noch vom Geruch her. Wem es zu viel ist, der kann ja gerne ausschalten. Und was wollte ich euch sagen? Genau, also, momentan sind wir relativ voll ausgeladen. Das heißt, wir haben so 40 Tonnen. Das wird mit dem Actros, also alle Actros-Fahrer oder alle Actros-Befürworter, die werden jetzt sagen, ja gut, der Actros, der geht ja. Ja Leute, dann habt ihr wahrscheinlich nichts anderes gefahren, weil die Dinger laufen mal überhaupt nicht. Also der Zug an sich ist ja schon sehr schwer. Also die zwei Wechselbrücken, Kühlwechselbrücken, sind knapp 4 Tonnen schwer. Der LKW ist so 10,8. Also sagen wir mal, der hat jetzt vollen Tank. Da sind wir bei 12. Plus Brücke 16, also kann ich noch 9 Tonnen in LKW laden. Und die Lafette ist 3 Tonnen plus der Koffer 4, das sind 7. Ich darf also 11 hinten. Ich habe aber 12 jetzt hinten im Anhänger. Da habe ich nämlich die TK-Ware. Und die Frische habe ich im LKW. Da bin ich so bei 7, 8 Tonnen. Also knapp 40 Tonnen werden es sein. Und ja, hinten habe ich das Gefrorene, weil ich habe die zwei Wechselbrücken gekauft und bei einer ist das untere Türscharnier kaputt. Es gibt kein Scharnier. Und deswegen ist die Tür dichtet nicht 100% unten. Deswegen mache ich da immer Frische rein. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ja gut, warum hast du die nicht einfach getauscht? Das sind ja Wechselbrücken. Weil ich bei dem einen, also die Steckdosen, damit man den Kühler einstecken kann auf Strom, die sind vorne und berühren leicht meine Kabine. Und bei der Wechselbrücke habe ich das jetzt schon, ich sage jetzt mal, zurecht geschliffen. Und jetzt will ich das nicht bei dem anderen auch so machen. Und alle Mechaniker haben überhaupt keine Zeit momentan in der Saison. Wir schaffen es aber jetzt auch noch so, also ich muss ja jetzt noch die Woche fahren. Nächste Woche gehen wir dann mit dem Boot in Urlaub. Und dann übernächste Woche wahrscheinlich noch eine Tour und dann wird das Ganze schon, ja, dann sollte sich die Saison eigentlich noch legen. Eventuell fahre ich dann mal ohne Anhänger oder so, mal schauen. Das ist ja auch das Interessante beim Hängerzug. Du kannst kombinieren.
Ja, das war's eigentlich. Wir müssen noch anhalten zu tanken, weil diese Wechselbrücken haben, ich glaube, also die eine, die erste, was ich gekauft habe, die weiße, die hat 60 Liter Tank. Das geht, das ist nicht schlecht. Aber die hier haben im Gefühl 30 Liter Tank. Und wenn die schon nah an der Reserve sind, du tust 20 Liter rein, ist es schon fast voll. Von dem her, da muss man dauernd tanken und das ist natürlich auch blöd. Du kommst an die Tankstelle, dann musst du erstmal LKW tanken, dann musst du kurz vorfahren, dann Anhänger tanken, aber dann hat's schon, dann musst du schon wieder zahlen gehen, wieder zurück und ja. Was soll man sagen? Aber gut, wir sehen uns noch später, vielleicht kurz vorm Tanken, kurz nach dem Tanken und fahren dann weiter nach Sada. Also Leute, ich nehme euch jetzt wieder ein bisschen mit. Wir sind noch nicht bei der Tankstelle. Aber jetzt kommt, sage ich mal, wenn ich Richtung Sada fahre, der größte Berg. Und jetzt schauen wir, was so ein Actros, also wenn er voll ausgeladen ist, was er da hochschafft. Ich schalte jetzt nicht selber, weil beim Scania schalte ich auch nicht selber. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also mit dem Scania, wenn ich voll ausgeladen bin, komme ich so auf 60 km/h runter, also mit dem R450, mit dem alten, der 940.000 Kilometer drauf hat. Jetzt sind wir auf 80, immer noch 12. Gang. Auch das Schalten jetzt hier, ich muss mal schalten. Bei 75 habe ich jetzt geschaltet, 11. Gang. Ja, 65, also wenn er bis 1000 Umdrehungen nicht schaltet, schalte ich da nicht, also ich verstehe jetzt nicht, warum er nicht schaltet, aber gut, vorher, also ich habe keinen Öko-Mod oder irgendwie sowas an, jetzt sind wir 60, 1000 Umdrehungen, ich schalte jetzt nochmal. Das war ein Fehler. Das war sogar nicht der größte Berg. Nee, der größte wartet noch auf uns. Hier hat er 55, ich glaube, da komme ich mit Scania mit 70 hoch. Nur mal so nebenbei gesagt. Jetzt überholt uns ein anderer Actros. Der ist wahrscheinlich leer oder so. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil da war jetzt gerade ein sehr, sehr, sehr schlimmer Unfall. Anscheinend, ich habe erst mal gesehen, LKW liegt im Graben. Ich blende euch mal, Stau war 9 Kilometer und ein Auto war so recht gut zertrümmert, sage ich jetzt mal. Dann hat sich herausgestellt, ein Freund von mir war da, hat gesagt, da war ein Leichenwagen, weil ich habe erst mal gedacht, da ist niemand was passiert, weil nichts sah jetzt der LKW nicht und auch das Auto, der PKW, sah jetzt nicht so aus, als ob drin jemand zerquetscht wäre oder so. Aber das Auto stand auf dem Standstreifen. Was auch, warum auch immer, ob man Reifenschaden oder was auch immer hatte. Also ich sehe täglich Leute, die halten am Standstreifen an, weil ihre Kinder müssen, egal ob groß oder klein, und Erwachsene ebenso. Also auf jeden Fall hat ihn dann ein Sattelzug mitgenommen, den LKW hat es auch weggehauen. Ich kann mal so ein Ding einblenden, so ein Video, was ich zugeschickt bekommen habe. War nicht schön anzuschauen. Auf jeden Fall, ein Freund von mir stand da auch 45 Minuten im Stau. Jetzt ist es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, 2 Stunden oder so. Und ich wollte einfach auch noch mal loswerden,
dass die Leute, die in den Urlaub fahren, das ist einfach, das ist kriminell, was hier passiert. Du siehst wirklich, wie jeder Dritte gefühlt einmal oder zweimal im Jahr sein Auto aus der Garage holt oder sich einen Mietwagen holt oder was auch immer. Jetzt kommt dieser Berg, den ich vorhin genannt habe. Also jetzt schauen wir mal, aber ich tue daneben dieses Thema mal kurz behandeln. Was da los ist, also nur von Zagreb bis hier sind es 100 Kilometer circa. Ich hatte schon 5 Leute, die mich überholen, vor mir einscheren und dann mit 80 rumdackeln. Also hier nochmal bei 1000 schalten, jetzt sind wir bei 75. Ihr müsst euch das vorstellen, der fährt da vorne rein, dann gibst du ihm Lichthupe und Hupe, dann bremst er ja noch mehr, weil er weiß ja gar nicht, was los ist gerade. Überholen darf ich bei vielen, an vielen, jetzt nochmal hier bei, ne, jetzt hat er selber geschaltet, okay. 55. Naja, wahrscheinlich unter 50 kommen auf jeden Fall hier. Und das ist einfach kriminell. Wie gesagt, die Leute mieten sich Autos einmal im Jahr. Lasst es, Leute. Lasst es. Geht mit dem Flieger, setzt euch in den Bus, macht was auch immer. Lasst es, das Auto fahren, wenn ihr es nicht könnt. Wenn ihr nicht in der Lage seid, man sieht es hier täglich, kommen Leute ums Leben. In so einem kleinen Land, wenn Saison ist, kommen so viele, also wir sind jetzt unter 50, so 47. Wie gesagt, der Scania kommt hier mit 60 hoch. Gleiche PS-Zahl. Und sogar beim Scania, also ich sage jetzt mal eine halbe Tonne, Tonne mehr, was jetzt egal ist. Aber ja, jetzt sind wir bei 45. Ja, jetzt geht er wieder hoch. 45. 15 km/h langsamer wie ein Scania. Wie ein alter Scania aus 2017. Mit 940.000 Kilometern, also 300.000 mehr als der jetzt hier hat. Naja. Aber jetzt kommt ein Tunnel, ich will nur noch kurz dieses Thema beiseite schaffen, sage ich jetzt mal. Jeden Tag kommen Menschen ums Leben, jeden Tag auf unseren Straßen in der Saison, weil es einfach, wie gesagt, kriminell ist, sich auf eine Autobahn zu stellen, in so viel Verkehr reinzufahren und keine Ahnung davon zu haben. Weil wenn du mal einen Führerschein vor 15 Jahren gemacht hast und zweimal im Jahr dein Auto bewegst, dann bist du alles andere als ein Fahrer oder ein guter Fahrer. Und wenn so viel los ist auf der Autobahn oder auf den Autobahnen, weil die kroatischen Straßen sind 2-3 Monate im Jahr komplett überfordert, komplett überlastet, und dann, wenn ihr nicht versteht, was passiert, wenn ihr nicht versteht, dass ihr nicht einfach 10 Meter vor dem LKW reinfahren könnt und dann abbremsen könnt, weil ihr irgendwo da hinten mal einen Tunnel seht, obwohl man im Tunnel auch 100 fahren darf, dann lasst es einfach, es ist für eure Sicherheit, es ist für meine Sicherheit, es ist für die Sicherheit von all uns, und was auch sehr wichtig ist, es ist für unsere Nerven sehr wichtig. Ja, jetzt kommt ein großer Tunnel. Bald nach dem Tunnel kommt dann der Tankstopp. Da sehen wir uns nochmal. Boah, Leute, ich bin gerade, habe ich die Kamera ausgemacht, im Tunnel rein. Und dann hat eine Explosion hat's gegeben. Mein vorderer rechter Reifen vom Anhänger ist explodiert. Ich habe mich jetzt noch in so eine Bucht rein. Und jetzt muss ich schauen, was ich mache. Also, wir sehen uns. Leute, das ist alles scheiße. Der Reifen ist zerfetzt. Ich werde jetzt... Es hat fast angefangen zu brennen. Ist da. Jetzt muss ich hier
im Tunnel parken. Ich werde von vorne und hinten mit Feuerwehr begleitet. Der Reifen ist komplett zerfetzt, den gibt es, diese 455er Größe gibt es hier. Ich habe mehrere jetzt angerufen, das gibt es hier anscheinend in Kroatien gar nicht so in dieser Größe. Zumindest jetzt nicht so, was ich hier im Umkreis von 150 Kilometer habe. Jetzt wollen die natürlich einen Abschleppdienst rufen, der den Anhänger dann die 2 Kilometer rausfährt. Die lassen mich jetzt nicht rausfahren aus dem Tunnel. Naja, ich gebe euch Bescheid, wenn ich ein bisschen mehr weiß. Ja, Leute, also jetzt ist so Folgendes. Ich musste jetzt hier parken in der Haltebucht, weil ich hatte noch 1,6 Kilometer raus und dahinter ist gleich ein Parkplatz. Und eigentlich wollte ich dann die Container erstmal, weil ich habe circa von hier, ach keine Ahnung, 1,5 Stunden bis nach Hause. Dann dachte ich erstmal, ich fahre einen runter und dann hole ich den anderen. Weil ich habe 3 Reifendienste angerufen, die hier, sagen wir mal, 150 Kilometer oder so in der Nähe sind. Die haben nicht den Reifen, nicht die Felge. Und jetzt haben die gesagt, nee, das geht so nicht weiter, das raucht zu viel. Die Feuerwehr hat gesagt, nee, bleib da stehen. Und jetzt muss ich warten, wahrscheinlich 1-2 Stunden muss ich hier warten. Ich hoffe, ich habe in meinen Kühlaggregaten genug Diesel. Weil genau hier hinter, 20 Kilometer hinter, ist ja die Tankstelle. Ich habe euch ja gesagt, wir sehen uns später beim Tanken. Ja. Ja, ich gebe euch später Bescheid. Ja, Leute, also nach, weiß nicht, 2 Stunden, 3 Stunden sind die gekommen. Neue Felge, gebrauchter Reifen, aber richtig im Arsch der Reifen. Dann haben sie gesagt, ich kann gehen, ich habe denen unterschrieben. Jetzt haben sie mich hinterm Tunnel wieder, ich soll jetzt hier anhalten. Ich wollte eigentlich bis zur Tankstelle, mal schauen, was sie wollen. Vielleicht wollen sie jetzt doch, dass ich gleich zahle, keine Ahnung. Egal, Hauptsache das, ja, passt jetzt. Ich habe zwar ein bisschen Schaden genommen, meine rechte Rückleuchte am LKW ist kaputt, ein bisschen Schaden habe ich, aber sonst, ja, hätte auch schlimmer kommen können. Schauen wir mal, was sie wollen von mir. Ja, also, er hat mich nochmal angehalten, weil ihm der Chef die Preise durchgegeben hat. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin mehr als zufrieden. Also ich habe jetzt, ich habe keine Ahnung, ob man das sieht. Ich habe jetzt 200 Euro für die Felge und den Reifen und 450 Euro fürs Kommen gezahlt. 650 Euro, da gibt es nämlich, hier gibt es nämlich so eine Firma und ich habe denen gleich gesagt, wenn die rufen, ich weiß, dass die abzocken, die haben auch mal den Christian richtig abgezockt von Doma Transporte. Und ich habe denen gesagt, wenn die rufen, dann gibt es eine Schlägerei da. Und ja, jetzt haben die mich angehalten, Preise reingeschrieben und haben gesagt, die müssen die alte Felge und den alten Reifen mitnehmen. Aber ich sag, juckt mich nicht, nehmt's mit. Also von dem her, ja, ich gehe jetzt erstmal tanken, da ist bald die Tankstelle. Ich schaue mir nochmal den Druck, Reifendruck und alles an. Habe ich zwar schon gestern gemacht, aber keine Ahnung, aber ja, ihr seht, ich bin ein bisschen mitgenommen. Ja, scheiße. Also bis später. Also Leute, ich habe jetzt getankt, also die Wechselbrücken. Und jetzt, jetzt gehen wir das Ganze nochmal durch, das Thema. Weil jetzt habe ich das Ganze erstmal ein bisschen sacken lassen. Also Reifen habe ich wahrscheinlich schon eingeblendet. Ich fahre jetzt mit 82, weil... keine Ahnung, also der Reifen sieht mir gar nicht gut aus und die Reifen, die drauf waren, die hatten keine 20.000 runter. Also die waren echt wie neu.
Ja, und der ist definitiv nicht wie neu und auch nicht mal annähernd wie neu. Und jetzt habe ich natürlich Schiss, ich habe jetzt bis nach Hause 150 Kilometer. Ja, ich habe natürlich jetzt Schiss, dass da noch mal was passiert. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es nicht in dem Tunnel wäre. Weil das war jetzt echt, also das hatte ich jetzt noch nie im Leben. Ich habe bis jetzt immer irgendwie vom Pannstreifen runterkommen können oder vom Pannstreifen nochmal ins Gras rein oder irgendwie so. Das war jetzt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas, was feuerwehrtechnisch angeht oder die Absperrung machen mussten, ob ich da noch eine Rechnung ins Haus flattern bekomme, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ist mir auch egal. Der Typ für den Reifen, okay, der Reifen, ihr habt es gesehen, aber Felge ist neu, Reifen ist im Arsch. Die sind daher gefahren, zwei Leute haben das da gewechselt für 650 Euro netto wahrscheinlich. Also ich habe den nochmal einen 50er in die Hand gedrückt, der so, nee, brauchst nicht, komm, Alter. Nimm und danke. Ich habe da jetzt, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden verbraucht. Und bin natürlich noch ein bisschen mitgenommen von dem Ganzen. Am Anfang, ja, schaust du nur Scheiße kosten. Also erstmal schaust du, dass du irgendwie auf den Pannenstreifen kommst. Oder dass du dich absicherst. Halbwegs. Und dann fängst du an nachzudenken. Gut, scheiß aufs Geld. Ich sag's euch ganz ehrlich, der Christian, ich will jetzt keine Beträge nennen, den hat sein Plansprinter umgekippt. Und da ist eine Firma auch aus dem gleichen Ort wie die hier, nur dass die hier offiziell ist und die andere arbeitet wahrscheinlich mit der Polizei. Deswegen habe ich auch gleich dort gesagt, wenn die kommen, dann gibt es eine Schlägerei, 100%. Weil ich damals auch im Namen von Christian angerufen habe, habe denen wirklich gesagt, dass die größten Wichser der Welt sind. Ich dachte so 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Aber ich sag's dir auch ganz offen, oder ich sag's euch ganz offen, ich habe auch damit gerechnet. Ich habe gerechnet, der will es gleich, dass ich es gleich bezahle. Ich habe schon gesagt, okay, Kreditkarte durchziehen oder Karte, egal. Obwohl ich glaube, auf der Kreditkarte habe ich kein Limit, auf der Karte habe ich, ich glaube sogar 4.000 Euro Limit. Ah gut, irgendwie hätten wir es hinbekommen. Also ich bin in diesen Tunnel rein. Ihr könnt ja mal gerne googeln, wenn ihr Bock habt. Mala Capella, der ist so 5-6 Kilometer lang. Und nach circa einem Kilometer hat es nur Boom gemacht. Und erstmal hat es mir den Anhänger nach rechts verrissen. Ich glaube, ich war in dem Moment, also den Anhänger hat es fast einen Meter nach rechts gerissen. In dem Moment war ich ein Millimeter gefühlt in dem Moment, wo es den nach rechts gerissen hat vom Bordstein. Hab dann dort nochmal irgendwie ihn fangen können und dann ist er nochmal nach links so einen Meter ausgeschert. Und dann hat er sich gleich beruhigt, also einmal rechts, einmal links so. Und in dem Moment, Leute, ihr glaubt es nicht, also das ist wirklich, die Straßen sind voll. Ich habe ja die Kamera ausgemacht, das ist ja regelrecht 10 Sekunden später passiert. Und in dem Moment, gut, ein Auto wollte mich gerade überholen, der hat dann, das war ja wie eine Bombe, hat das geplatzt. Hat ja sogar, wie gesagt, hintere Rücklicht, Stoß, Kotflügel und diese ganzen Seitendinger hat's halt, ja, keine Ahnung. Da drin, diese, was die Kotflügel halten, ist hat's alles zerfetzt. Und der hat dann angefangen zu bremsen, Gott sei Dank. Gut, der war vielleicht 10 km/h schneller als ich oder 20, wie gesagt, Tunnel. Und dann wollte ich erstmal den ersten Pannstreifen, den habe ich nicht mehr so richtig gekriegt. Dann wollte ich da nichts riskieren, dann bin ich zum zweiten, beim zweiten habe ich gehalten. Ich wollte erstmal schauen, was los ist. Ich meine, klar war mir klar, was los ist, aber ich wollte erstmal schauen, wie es... Da habe ich gesehen, okay, Reifen ist zerfetzt, ist aber immer noch da, also liegt nicht nur die Felge da.
Und dann habe ich ein bisschen gewartet. Dann habe ich gehört, so am Anfang war ein bisschen Rauch. Das hat dann aufgehört. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich so vier Kilometer hatte ich bis zu diesem Ausfahrt aus dem Tunnel. Und dann ist auch schon so ein Parkplatz. Und da habe ich mir gedacht, komm, versuch's zumindest da hinzukommen. Weil ich hatte schon bei dem auf dem Pannstreifen drei Firmen angerufen. Eine vom, hat mir ein Bekannter die Nummer gegeben. Alle haben gesagt, Felge und Reifen, diese Dimension, diese 455er für die Lafette, haben wir nicht. Da habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, okay, versuchst du mal rauszufahren, weil die haben schon die rechte Spur vom Tunnel blockiert. Da war also rechte Spur war gesperrt, links sind die Autos gefahren. Da habe ich gesagt, ich versuche es einfach mit 10 km/h, versuche es einfach mal rauszukommen. Mal schauen. Ich habe mir einen Feuerlöscher hier hingestellt und der zweite, den habe ich da draußen. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es dumm von mir. Keine Ahnung, in dem Moment, ich weiß nicht, ich fand es halt eher dumm, da zu stehen, so scheiße zu stehen. Ich bin halt losgefahren und das hat dann wirklich ganz, ganz, ganz leicht hat's geraucht die ganze Zeit. Ich bin aber 5 bis 10 km/h gefahren. Und dann sah ich schon hinten Blaulicht, dann ist Feuerwehr, hat mich dann angehalten. Dann haben die das gelöscht, obwohl da war kein Feuer, da war auch gar nichts. Die haben einfach gesagt, wir müssen es erstmal ein bisschen abkühlen und dann schauen wir, ob wir dich raus eskortieren können. Dann ist auch schon zweite Feuerwehr gekommen, so ein kleiner Caddy. Oder erstmal ist der Caddy gekommen, dann ist ein großer gekommen, egal. Dann haben die gesagt, wir versuchen dich jetzt bis zum Parkplatz zu eskortieren. Wir fahren mit dem Caddy vorne und mit der zweiten Feuerwehr fahren wir hinten. Und dann versuchen wir dich zum Parkplatz zu eskortieren. Und wir wollten gerade losfahren, also Caddy stand schon vor mir. Kommen die von der Autobahn, also die mit den orangenen Dingern. Und sag mal, warum bist du da rausgefahren aus dieser Bucht? Und ich sag, ja, weil ich da scheiße stand. Du kommst da nicht richtig rein. Ich weiß nicht, wie ich es euch erkläre. Ich war gefühlt, ihr könnt es euch jetzt vorstellen, die Bucht ist genauso breit wie der LKW, also wirklich genauso breit. Rechts hast du einen Bordstein und die Bucht ist in etwa vielleicht, ja, so 8 Meter, keine 10 Meter länger als mein ganzer Zug. Du kommst da nicht richtig rein, also du hängst die ganze Zeit mit dem LKW, also mit dem Arsch hin. Dann haben die gesagt, fahren wir dann ein Stück, schauen wir, was passiert. Dann sind wir bis zur nächsten Bucht da gefahren. Und dann hat der Typ gesagt, also der vom, also nicht der von der Feuerwehr, der hat gesagt, nee, ich kann das nicht riskieren. Ich riskiere hier meinen Job. Ich weiß, es sind nur noch 1,6 Kilometer. Aber du musst jetzt hier halten. Ich habe da noch ein bisschen versucht mit ihm. Und wo er dann gesagt hat, ich riskiere meinen Job, habe ich gesagt, nee, vergiss was, komm. Scheißegal, wenn du glaubst, wir haben eine Option, weil was nützt mir, wenn jetzt ein anderer LKW kommt, weil der sagt mir, du kannst ja abhängen und rausfahren. Ja, sage ich, gut, aber ich meine, was macht ihr mit dem Anhänger? Und dann hat er rumtelefoniert, hat sich diese Firma, was einen Vertrag hat, die hat sich gemeldet und die haben gesagt, ja, wir haben einen Reifen, ich dachte jetzt einen neuen. Wir haben einen Reifen, wir haben eine Felge, wir kommen. Und dann, wo er gesagt hat, die kommen, da habe ich nur gesagt, hey, nur nicht, dass es die und die Firma ist. Der so, nee, das ist die und die. Die haben auch die Konzession, die haben fixe Preise und so. Okay. Und ja, dann habe ich mich halt hingesetzt und gewartet. Und wie gesagt, es ist halt, ich hoffe jetzt, dass ich mit dem Scheiß nach Hause komme. Es sind noch 135 Kilometer. Das war es dann definitiv für das Video, weil ich glaube, mit dem Abladen, ich weiß es nicht, ich habe den Mitarbeitern gesagt, die sollen nach Hause gehen, weil normalerweise sollte ich ja um 4, also um 16 Uhr zu Hause sein, also ja, 16.10 Uhr, so war es, und jetzt laut Navi 9, ja, fast 20 Uhr, und da habe ich denen gesagt, die sollen nach Hause, die haben gesagt, nee, wir bleiben da, hab ich gesagt, nee, komm, geht nach Hause, lass mal das Ganze, machen wir morgen früh. Jetzt, wie ich die kenne, kann es gut sein, dass die wirklich heute Abend kommen und es abladen. Ich will es aber nicht.
Ich will heute Abend das Ding hinstellen und ja, und nach Hause gehen und im Pool springen und ich habe keinen Bock mehr, Leute, ich habe einfach keinen Bock mehr. Naja, gut, ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen. Das soll es gewesen sein. Ich bin dankbar, dass nicht mehr passiert ist. Ich hoffe, ich komme jetzt so nach Hause. Dann bestelle ich 2 neue Reifen. Ich gehe ja sowieso in Urlaub. Jetzt kommt wieder ein Tunnel. Ich mache jetzt die Kamera vorm Tunnel nicht aus. Nicht, dass es nochmal knallt. Was wir ja nicht hoffen wollen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das Ganze erstmal, dieser Tote, ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon gesagt habe, ich glaube ja. Und die von der Autobahnmeisterei, ich habe ja später mit denen geredet, die haben mir gesagt, dass der anscheinend nicht mal einen Platten hatte oder so, sondern der musste pinkeln oder irgendwie sowas. Ist dann auf dem Standstreifen und ein LKW ist dann voll rein in ihn, wahrscheinlich irgendwie Handy oder so. Das muss ich aber auch nochmal sagen. Da muss ich den LKW-Fahrer in Schutz nehmen, ob man das machen kann oder nicht. Die einen werden so sagen, die anderen so. Leute, ihr dürft einfach nicht vergessen, ein LKW-Fahrer, der wirklich das beruflich macht, nicht wie ich, also hauptberuflich, der sitzt jeden Tag 9 bis, also ein Fernfahrer, der sitzt jeden Tag 9 bis 10 Stunden hinterm Lenkrad. Jeden Tag. Kann mir keiner erzählen, mit Termindruck, mit Stau, mit allem drum und dran, es kann mir keiner erzählen, absolut keiner, kann mir erzählen, dass du jeden Tag 9 bis 10 Stunden volle Konzentration, die haben ja teilweise 15 Stunden Arbeitstag und dann volle Konzentration bei 9 bis 10 Stunden Fahrt. Also, ja, das ist einfach ein Augenblick. Ihr wisst selber, wer LKW-Fahrer ist, der kann mir nicht sagen, weil das ist eine Lüge, wenn er mir sagt, dass er noch nie irgendwie auf den Standstreifen kurz gekommen ist. Das ist einfach eine Lüge oder er fährt erst seit einem Monat oder so. Und deswegen, wie gesagt, ich kann nur versuchen, in diesen Kollegen hineinzufühlen. Der hat ein Menschenleben auf dem Gewissen, der Typ stand auf dem Standstreifen, der war aber, anscheinend war er pinkeln und ist jetzt tot. Und die Frage ist, ob da noch Familie mit war. Wenn da Familie mit war, im Auto. Ja, ich weiß nicht, Leute. Mich hat es gerade ein bisschen mitgenommen. Ihr seht selber. Ja. Ist halt so ein Video. Ich weiß jetzt nicht, was ich da zusammenschneide. Ich weiß nicht, ob manche irgendwie. Weil ich weiß auch nicht, wie ich einen Titel machen soll. Ob das für Clickbait gehalten wird oder nicht. Keine Ahnung. Weil ich weiß ja nicht, was ich reinmache. Ja. Das soll es auf jeden Fall für das Video gewesen sein. Ob es jetzt noch ein Video vor dem Urlaub gibt, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Vielleicht mache ich auch irgendwie ein Video aus dem Urlaub. Wir schauen mal. Also ich bin jetzt, für heute ist jetzt erstmal Schluss. Und ich wünsche euch was. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Leute, ciao.